Schauen wir uns mal das Tagebuch von Gromok an und werfen es dann raus. Was zur Hölle? Ihr könnt euch das selbst durchlesen. Oh, 12 Seiten. Ich werde schnell lesen. Wir konnten endlich diesen idiotischen Schurken Levin überzeugen, dass es an der Zeit war, die Geldtruhe aufzugeben, die er aus Lellas Qualitätswaren in Anwe gestohlen hatte, und sie vor dem Schloss abzustellen. Der Druck, dem die Gruppe seinetwegen ausgesetzt war, wurde allmählich zum Problem. Syndelius hat ihn sich praktisch gepackt und dazu gezwungen, weil ich kurz davor war, sein Gesicht neu zu arrangieren. Ich weiß, er ist ein Gauner, aber wir sind Abenteurer. Wir holen uns unsere Beute, indem wir alte Gruften und Ruinen und unbewachte Orte plündern. Er kann manchmal ein richtiges Mistvieh sein. Was für einen furchtbaren Fred, das wir doch hatten. Wir überfielen die Überreste der Festung Variel und nachdem wir einen Haufen nichtsnutziger Marodeure massakriert und uns ihre Beute geschnappt hatten, machten wir uns auf den Weg nach Norden. Wir kamen zu den Ruinen von Trumbe. Syndelius sagte, sie gehören zu so einer alten Zivilisation. Eiterlieder oder Eierleiden oder so. Aber alles, was mich interessierte, war, ob sie viel Gold besessen hatten. Er sagte, dass sie normalerweise stinkreich waren, also gingen wir rein. Schwerer Fehler. Das Gemäuer wimmelte nur so von Skeletten und Geistern. Bei den Dingern kriege ich eine Gänsehaut. Wie kann ich gegen etwas kämpfen, das nicht einmal am Leben ist? Levin bekam ordentlich was ab und musste all seine Tränke aufbrauchen. Syndelius brach sich den Arm, als seine Falle ihn beinahe zerquetschte, und ich habe seither eine hübsche, unangenehme Narbe an der Stirn. Das hätte ins Auge gehen können. Und das Beste war, als wir zum Schatz kamen, hatte Levin keine Dietrich dabei. Wozu schleppen wir ihn eigentlich mit rum? Wir mussten die verdammte Kiste aus Trumbe raus und den ganzen Weg zum Atreenlager wuchten. Und nun sitze ich hier und starre eine blöde Metallkiste an und wünschte mir, ich könnte Levins Kopf benutzen, um sie aufzuhämmern. Was für ein Trottel. Nach einer Nacht des Nachdenkens darüber, ob wir Levin die Beine abreißen und als Brennholz benutzen sollten oder nicht, habe ich Syndelius und Levin nach Anvil geschickt, um mehr Dietriche zu kaufen, während ich die Kiste bewachte. Nach ein paar Stunden kamen sie zurück und Levin knackte das Schloss gleich beim ersten Versuch. Das war auch gut so, denn ich war immer noch reichlich sauer auf den Kerl. Ich mag es nicht, den ganzen Tag nur rumzusitzen. Jedenfalls wurde Syndelius ganz aufgeregt, als wir ein Bündel entdeckten, das in so einem vornehmen Stoff gewickelt war. In dem Bündel befand sich alles Mögliche, doch das Beste war ein Schwert. Was für ein Prachtstück. Die Klinge sieht aus wie ein Mund voller Zähne, der Griff ist wie goldene Schlangenhaut und das Juwel in seiner Mitte ein perfektes feuriges Orange und Rot wie der Himmel des Sonnenaufgangs. Syndelius flippte beinahe aus und ich fragte ihn, warum er so einen Aufstand machte. Er erklärte mir, das Schwert sei ein Akavir-Objekt oder so und von den Schlangenleuten oder Zayeski oder wie auch immer. Syndelius behauptete, Zayeski fängt mit T an, er sah gerade, wie ich das hier aufschrieb, aber das ergab überhaupt keinen Sinn. Zayeski. Fein, na gut, schreib ich's halt auf. Bei den Neuen, manchmal ist Syndelius echt neugierig. Nun jedenfalls, das Beste sollte noch kommen. Genau in dem Augenblick, als die Sonne unterging, verschwand das Schwert einen Moment lang und wurde plötzlich durch eine andere Waffe ersetzt, die fast genauso aussah, doch das Juwel war jetzt dunkelblau und lila. Syndelius meint, er sei sicher, dass es bei Sonnenaufgang wieder zu einem orange-roten Juwel würde. Also, das reicht mir schon als Erklärung. Das allein machte das Schwert zum Besten, das ich je gesehen hatte. Levin murmelte was von Akaviri-Magie. Akaviri meinte er. A-K-A-V-I-R-I, du Trottel. Aber ich befahl ihm, die Klappe zu halten. Ich habe beschlossen, das Schwert Morgenzahn zu nennen, wenn es orange und rot ist, und Abendzahn, wenn es blau und lila ist. Ja, das wissen wir ja schon. Okay, das Schwert hat Durst und zählt mit, wenn Gegner getötet werden. Es sei möglich, dass das Schwert ein Bluttrinker sei. Und es wird wohl stärker, je mehr man damit tötet. Bei 12 Kreaturen.
Okay. Es scheint wohl also doch eine besondere Waffe zu sein. Aber das ändert nichts daran, dass ich immer noch schwer belastet bin. Oh ja. Na, das wiegt doch nichts. Wieso werfe ich das denn überhaupt raus? Quatsch, Brustharnisch ist der... Sag mal, kann es zufällig sein, dass ich gar keine schweren Gegenstände bei mir habe? Moment, ich dürfte noch eine ganze Menge Knochen besitzen. Glatius Notizen braucht kein Mensch mehr, wiegt aber auch nichts. Mythische Morgenröte könnten wir ja noch brauchen. Bärenpelz, okay, immerhin etwas. Schaufel, warum auch immer ich die dabei habe. Spitzhacke, die kann auch weg. Ah, die Matrixen sind relativ schwer. So, wenn ich jetzt mal versuche, meine eigene Rüstung zu reparieren, dann dürften wir auch schon einen ganzen Schritt weiterkommen an unser Idealgewicht. Ja. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Yay. Beutetruhe, Talisman der Beihilfe. Leben entdecken, Talisman. Und Unterwasseratmung. Und das alles andauernder Effekt mit Feder. Das ist sehr, sehr nice. Wirklich, wirklich nice. Okay. Wir können raus. Yay. Hurra. Yippie. Gut klar. Was ist das? Was? Ritterleins, ihr seht mir ein bisschen schwer gerüstet aus. Hey! Tut mir leid. Das war Treffer Nummer 2. Das war Treffer Nummer 2. Zwei Leben ausgelöscht. Drei Leben sogar. Bevor ich Xedilian verließ, wurde ich von drei merkwürdigen Wesen in ebenso seltsamer Rüstung angegriffen. Ich sollte Kiliban fragen, ob er etwas über sie weiß. Haben sie was dabei? Herz der Ordnung. Puh. Es war ein harter Kampf. Ich hoffe, ihr seid unversehrt. Ja, gerade noch so. Was waren das für Wesen? Ihr kennt die Legenden nicht? Wie ist das möglich? Diese Kreaturen, wie ihr sie nennt, sind überhaupt keine Kreaturen. Es sind seelenlose Abscheulichkeiten, bekannt als die Ritter der Ordnung. Dass sie vom Resonator angezogen werden, ist nicht verwunderlich. Er wurde aus einem der Obelisken gebaut, mit denen die Inseln übersät sind und die ihnen zu gefallen scheinen. Ihr müsst sofort zu Sheogorath gehen und ihm sagen, dass die Ritter zurückgekehrt sind. Schnell! Schnell jetzt! Geht! Okay, ein Köder für die Falle. Ah, das war die alte Quest. Die neue ist, habe ich nicht gelesen. Angel-Ordnungsschwert. Oh Mann, das sieht super aus. Oh, das Symbol zumindest. Wie sieht das Schwert selbst aus? Och ja. Ich hoffe einfach mal, wir werden noch mehr davon finden. Yay. Zurück zu Sheogorath. Die Ritter der Ordnung sind da und du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt. Aber das Schwert, darauf freue ich mich jetzt schon mal sehr. So viel kann ich sagen. Laden. Okay, also die Verzauberung scheint allerdings doch wegzugehen mit der Zeit. Ich höre böse Buben hier in der Nähe. Oder? Oder höre ich sie nicht? Doch, doch, da unten. Schwert testen. Okay, macht keinen Spaß. Scheiße. War ja klar. Komm mit Schläger mal wieder. Okay, es ist besser, wenn wir abhauen. Es ist wirklich besser, wenn wir einfach mit Grummets nichts mehr zu tun haben. Um ehrlich zu sein. Ich hau einfach mal hier in die Richtung ab. Hoffe, dass wir sie in 500 Kilometern abgelenkt haben. Und werd dann die Schnellreise probieren. Okay, wir können hier warten. Heißt, wir können uns schon mal heilen. Und Schnellreise nach Palast von Neu-Sheoth.
Mit unserer neuen, coolen Waffe. 3 Leben bisher, bei 12 scheint sie wohl stärker zu werden. Hallo. Sprecht, Bürger. Ich spreche doch. Ich bin auch dabei, Mann. Hallo, Sheogorath. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Ja, schau mal, wer da ist. Ihr. Was soll ich denn davon halten? Das weiß ich nicht. Nee. Mir fällt nur gerade auf, ich muss hiervon was halten. Yay. So, guter Sheogorath, wie geht's? Ich wollte dich nicht bestehlen. Nun denn, was könnt ihr Neues berichten? Böse Ordnungsritter Bubilans sind aufgetaucht. So bald schon? Vermutlich nicht so überraschend. Darüber sprechen wir später. Wir müssen euer kleines Hirn jetzt nicht damit belasten. Und Sedilian? Da ihr hier steht, nehme ich an, dass ihr Erfolg hattet. Oder extrem verwirrt seid. Oder dass es euch an Urteilsvermögen fehlt. Sei mal freundlich. Habe ich wieder in Gang gebracht. Wunderbar. Zeit zum Feiern. Los! Käse für alle. Moment! Kommando zurück. Kein Käse. Wenn man keinen Käse mag, ist das schon so gut wie eine Feier. Oder? Ihr seid wie eine brave kleine Ratte durch das Labyrinth gerannt. Doch noch bekommt ihr keinen Käse. Höchstens ein kleines Stückchen. Ich habe euch einen neuen Zauber verliehen. Die Fähigkeit, Haskell, meinen Haushofmeister, zu beschwören, damit er euch auf euren Reisen hilft. Er weiß eine Menge. Mehr, als er selbst weiß. Was? Probiert es doch gleich einmal aus. Beschwört unseren Freund zu euch. Ich warte so lange. Okay. Haskell? Er sagt, ich soll das machen. Ah, hallo. Unser Fürst hat euch die Macht verliehen, mich zu beschwören. Wie wundervoll für mich. Wenn ihr mich beschworen habt, kann ich euch Rat zu eurem derzeitigen Vorhaben geben. Was ihr dann mit meiner Weisheit macht, liegt vermutlich bei euch. Versucht, eure Macht sparsam einzusetzen. Ich habe Pflichten zu erfüllen und die sind sicherlich wichtiger, als euch das Händchen zu halten. Okay. Ist das nicht zum Schreien? Ich persönlich liebe es. Es ist eigentlich das Beste daran, ein Daedra-Fürst zu sein. Kommt schon, versucht es noch einmal. Ihr mag das. Ach so, okay. Ach, schon wieder beschworen. Mein Fürst hat so große Freude daran, genau wie es ihm zusteht. Ich nehme an, dass ihr fürs Erste fertig seid. Och, also eigentlich... Gut, gut. Ihr werdet alle Hilfe brauchen, die ihr finden könnt, wenn ihr Jygalak besiegen und den Grauen Marsch aufhalten wollt. Oh, rechnet nicht damit, den lieben Haskell irgendwo außerhalb des Reichs beschwören zu können. Er verlässt nur ungern meine Gegenwart. So etwas gibt es. Deine Gegenwart gibt es. Wer ist Jygalak? Der Daedra-Fürst der Ordnung. Oder der Kekse? Nein, Ordnung. Und das ist jetzt nicht irgendwie nett gemeint. Trostlos, farblos, leblos. Öde, öde, öde. Und kein Freund meiner Werke. Das kann ich euch sagen. Hasst sie, hasst mich. Ein wenig engstirnig. Versteht ihr? Ihr habt seine Ritter gesehen. Nicht gerade lieb und kuschelig. Kein einziger eigener Gedanke in ihren leblosen Hüllen. Und jetzt werdet ihr mir helfen, ihn aufzuhalten. Na gut, und wie? Schon wieder diese pedantischen Kleinigkeiten. Schweigt! Sonst bringe ich euch zum Schweigen. Wir kommen schon noch rechtzeitig dazu. Im Augenblick habt ihr andere Aufgaben. Und was ist der graue Marsch, von dem du solchen... Der graue Arsch, vor dem du solche Angst hast? Ein Ereignis.
Eine Bewegung, eine Art Apokalypse, geschieht in jeder Ära, am Ende der Ära. Und das heißt jetzt. Der graue Marsch kommt. Und Jigalak wandelt unter uns. Oder er rennt. Niemals hüpft, schleicht oder stolziert er. Meistens zerstört er einfach alles um sich herum. Und was wollt ihr von mir, Sheogorath? Bitten? Bitten? Ich bitte nicht. Ich befehle. Dies ist mein Reich. Wisst ihr noch? Meine Schöpfung, mein Ort, meine Regeln. Schaut euch nur einmal an. Keine Vorstellung, wo ihr da reingerutscht seid. Keinerlei Gefühl für den Ort. Ihr wisst noch nicht einmal wirklich, wo ihr seid. Nicht wahr? Vermutlich tun das nur wenige. Aber darum geht es nicht. Wir werden euch eine Kostprobe davon geben, wo ihr euch befindet. Ihr werdet es erfahren. Okay. Was lernen? Zwei Hälften, zwei Herrscher, zwei Orte. Treffen und Begrüßung. Tut ihren Willen, damit ihr erfahrt, worum es bei ihnen geht. Der Herzog von Mania und die Herzogin von Dementia. Sucht sie auf und lasst euch zeigen, was Neu-Sheod ist. Lasst euch überraschen. Sobald ihr versteht, was mein Reich ist, versteht ihr vielleicht auch, warum es so wichtig ist, es unversehrt zu bewahren. Und vielleicht findet ihr unterwegs neue Freunde. Das ist immer nett. Okay. Ciao, kommt bald wieder. Sonst reiße ich euch die Augen raus. Genau, Zuschauer, das sage ich auch zu euch und verabschiede euch so aus dieser Folge Oblivion. Bis zum nächsten. Ciao. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Ich wollte es dramatisch machen.